Ja, wir sind hier am Stand von ESB, Stefan Kühn. Hier glitzert es ganz schön. Was sind das für Klampfen hier? Ja, das sind alles Custom-Shop-Modelle. ESP feiert in diesem Jahr das 40. Firmenjubiläum. ESP entstand ja als Custom-Shop eigentlich in Tokio. Und wir wollen dieses Jahr mal ein bisschen zeigen, wo kommt ESP eigentlich her, wo liegt die eigentliche Stärke von ESP. Und zwar darin, unglaublich kreativ zu sein. Das heißt, das Credo des Custom Shops ist ja, nichts ist unmöglich. Also wir können, deine Vorstellung ist das Limit praktisch. Ne? Wenn du dir was vorstellen kannst, können wir es bauen. Und zum Zweiten, das natürlich mit einer extrem hochwertigen Qualität eben halt auch so umzusetzen. Das heißt, die besten Hölzer, die beste Hardware dafür zu nehmen. Jetzt sollten wir nochmal den Begriff Custom Shop erklären. Das sind im Grunde Einzelanfertigungen, oder? Richtig. Custom Shop Modelle sind, wenn jemand seine Traumgitarre im Kopf hat, die es so als Standardmodell einfach nicht gibt, dann kann er so eine Custom Shop Order Form online auf der ESP-Seite ausfüllen, kann seine ganzen Wünsche da alle raufschreiben. Und dann kommen wir mit einem Preis rüber und wenn er sich das leisten kann, dann wird für ihn dieses einzelne Unikat gebaut. Ja. Das beinhaltet der ESP Custom Shop. Hier haben wir ein paar sehr, sehr ausgefallene Modelle. Hier zum Beispiel, wenn wir mal hier dieses rostige Modell hier, passt ja auch zur Metal-Klientel. Das ist ein Modell, das hat sich jetzt kein Gitarrist ausgesagt, sondern das machen die Leute vom Custom Shop auch selber. Speziell auch für diese Messen, um einfach mal zu zeigen, guck mal, was wir können. Ne? Guck mal, was wir drauf haben. Ich wollte das eigentlich kaufen, aber ich sehe, ist leider schon verkauft. Ist leider schon verkauft. Musst du deine 25.000 Euro woanders anlegen. So, ganz unverkennbar. Hier sind die Gitarren von unserem guten alten Freund Gary Holt. Hauptfarbe ist schwarz und rot, wie immer. Ja, wenn Gary das so haben wollte, dann soll er es bekommen. Ne? Wir haben hier drei Modelle. Einmal ein Modell aus dem ESP Custom Shop, das sehr aufwendig ist. Diese Lackierung hat schon so einen richtigen 3D-Effekt. Das schlägt sich natürlich auch im Preis nieder. Da landen wir bei ungefähr 7.000 Euro. Aber wir haben auch was für den normalen Gitarristen, der halt mal nicht so viel Kohle anzubieten hat. Und zwar eine LTD, eine 600er Serie und eine 200er Serie. Die 600er ist auch schon ein sehr professionelles Instrument mit aktiven EMG Pickups, kostet so um die 1300 Euro. Viele meinen ja so LTD-Gitarren, ja, das ist so der billige Ableger von ESP, das ist dann halt so was für die Einsteiger oder Semi-Professionelle. Gary Holt hat das letzte Exodus-Album komplett mit einer LTD eingespielt. Also das sind schon alles sehr professionelle Instrumente, mit denen man gut arbeiten kann. Und dann haben wir nochmal eine Schublade tiefer mit ESP-eigenen Pickups. Die 200er Signature-Serie, wo wir so ungefähr bei 700 Euro landen.